wie sollte man seine Zeit am Tag einteilen, zum Beispiel im islamischen Wissen? Ich habe vorhin schon gesagt, das kommt ganz darauf an, was für Prioritäten du hast und was für Motive du in deinem Leben hast, was für Ziele du hast. Das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss, damit du effektiv handelst, effektiv lebst in deinem Leben, egal ob es weltlich ist oder etwas, was die Achira betrifft, du musst Ziele haben, Ziele präzise ausdrücken. Das ist sehr wichtig. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, werdet ihr automatisch auch Motivation finden zu handeln. Wenn du erst einmal Ziele hast, wirkliche Ziele, Sachen, von denen du ja nicht träumst, die du erreichen willst, du wirst automatisch Motivation finden. Wenn du aber ziellos in deinem Leben rumlebst, du hast gar kein Ziel, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Perspektivenlosigkeit, keine Perspektive im Leben, gar nichts vor, gar nichts vor. Dann wird man seinen Tag auch nicht effektiv nutzen können. Das heißt, die erste Sache ist, setze dir realistische, das ist auch ganz wichtig, deine Ziele sollten realistisch sein, nicht unrealistische Sachen. Wenn du nämlich unrealistische Ziele setzt, das heißt Dinge, wo, wenn du 10 Leute fragst, die werden dir sagen, das ist nicht möglich. Wobei man nicht immer von denen, man muss auch sagen, viele Menschen, wünschen den anderen auch keinen Erfolg. Neid beispielsweise, Neid wegen Neid. Und dann wird er dir vielleicht sagen, das lasst es sein, das wirst du eh nicht hinkriegen. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Der Prophet sagte, Dabba ilaykum, da'ul umami, qablakum. Was ist das? Al-Hasad wal-Baghda. Die Krankheit der früheren Umam ist zu euch gekrochen. Also ihr seid jetzt auch davon betroffen. Al-Hasad, Neid und Groll. Diese zwei Sachen. Ibn Abd al-Barr, er hat ein Buch geschrieben über die Vorzüglichkeit des Wissens und der Ulama und der Adab des Talib. Er hat ein ganz interessantes Kapitel. Gegen Ende oder so Mitte des Buches hat er ein Kapitel über die Ulama und die Kritik der Ulama, also in der Gesellschaft der Ulama, wie sie sich gegenseitig kritisieren. Manche Kritik ist natürlich akzeptabel und begründet, aber er hat dieses Kapitel, wisst ihr mit welchem Hadith begonnen? Mit diesem Hadith, den ich eben genannt habe. Dieser Hadith, mit ihm hat er dieses Kapitel begonnen. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund? Ganz einfach. Ein Mensch, wenn du auf einem bestimmten Feld arbeitest oder in einem bestimmten Feld tätig bist oder in einer bestimmten Nische aktiv bist, wirst du jeden, der mit dir in dieser Nische arbeitet, als Konkurrenten sehen. Du siehst ihn irgendwie als Konkurrenten. Und Neid entsteht nur dort, wo es Konkurrenz gibt. Deswegen, die Ulama und die Talabatul Ilm, es ist unvorstellbar, wie viel Neid es unter ihnen gibt. Sobald er jemanden sieht, der ein bisschen über ihn hinausgeht, der ihn übertrifft in etwas, oder er sieht, dass er angesehener ist, dass sein Wort wirksamer ist und mehr Akzeptanz findet. Es ist unglaublich, was für einen Neid es da gibt. Und deswegen eröffnet er dieses Kapitel mit diesem Hadith. Zurück zum Plan. Also das erste ist, setz dir allgemeine Ziele. Allgemeine Ziele für dein Leben. Setz dir jährliche Ziele. Ich will in diesem Jahr das und das erreichen. Aber auch, wie gesagt, realistisch. Denn wenn es unrealistisch ist und du nach einer Weile siehst, du bist nicht einen Millimeter an das Ziel näher gekommen, dann wird man wird seine Motivation verlieren. Also das heißt, sei realistisch. Und dann die nächste Sache. Plan deinen Tag, jeden Tag vorausplanen. Ihr kennt diese To-Do-List, oder? Ihr glaubt nicht, wie effektiv die sind. Auch wenn man denkt, das ist sinnlos, das macht ja keinen Sinn. Ich weiß ja, was ich am nächsten Tag tun muss.
Aber glaubt mir, wenn ihr euer Vorhaben auf Blatt niedergeschrieben habt und den nächsten Tag, wenn du beginnst, schaust du, heute habe ich das und das und das zu tun. Es ist ganz anders. Zum einen weißt du ganz genau, was du machen willst und richtest deine Prioritäten danach. Wenn dann zum Beispiel etwas hinzukommt, was erledigt werden muss, dann weißt du, ich habe hier schon was zu tun. Ja, dann schiebst du das irgendwo anders hin. Das heißt, führe sowas wie eine To-Do-Liste. Und dann die nächste Sache, was man genau machen soll. Zum Beispiel, jetzt steht da islamisches Wissen. Sowas kann man auch nicht pauschal beantworten. Da kommt es unter anderem drauf an, was willst du erreichen? Also, was willst du erreichen? Willst du dich einfach ein bisschen bilden, allgemein wissen? Oder möchtest du wirklich dich hocharbeiten in einer bestimmten Nische, dass du sagen willst, ich möchte hierin Experte werden? Und natürlich ist das auch abhängig davon, was hast du im Moment zu bieten? Wie sieht dein Stand im Moment aus? Und dementsprechend sieht der Tagesablauf aus. Aber wenn jemand sich zu den Talabatul Ilm zählt, jemand, der, also seine Hauptaufgabe ist das einfach nur zu lesen, zu studieren, zu lernen, dann sollten da schon 6-7 Stunden am Tag dafür eingeplant sein. Zwischen Lesen, zwischen Hören, zwischen Wiederholen. Das gehört dazu. Einer unserer Mashaikh sagte, ich finde, es hört sich übertrieben an, aber wer die Leser kennt, wer viele Leser kennt und wer weiß, in was für einem Rausch die manchmal beim Lesen kommen, das heißt, dass er die ganze seine Umgebung gar nicht mehr wahrnimmt, der ist so vertieft, kennt das bestimmt aus der Psychologie, glaube ich, nennt das Trance oder so. Es ist wie in einer Trance, die lesen Stunden auf Stunden, ohne irgendwie Hunger zu verspüren, Durst zu verspüren, aber das ist Leidenschaft. Er sagte, wer nicht mindestens ein Band am Tag liest, der soll sich nicht zu den Talabatul Ilm zählen. Das heißt, das Lesen, wenn du also in diese Richtung gehst, das muss wie Essen und Trinken bei dir sein, das muss deine Hauptbeschäftigung sein. Das Lesen, das Hören vom Ilm, das Wiederholen, das sollte deine Hauptbeschäftigung sein. Aber nicht jeder kann das und nicht jeder hat die Zeit dazu und auch nicht die Lust dazu. Allgemeinbildung, wenn du Allgemeinbildung im Islam willst, dann reichen, glaube ich, auch 1-2 Stündchen am Tag, die man liest. Die Sache ist dann nur, was man liest. In der deutschen Sprache habe ich ja schon gesagt, der Übersetzungsmarkt ist sehr, sehr mager und die Qualität der Übersetzung ist meistens, bescheiden. Al-Meita. Kadaver darf man nur essen, wenn? Wann darf man Kadaver essen? Wenn es nichts anderes gibt. Das ist eine Darura. So,